Die Leverkusen also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Robert Andrich. Gefährlich, der Steilpass. Jetzt vielleicht. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie holen sich hier den Ball. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Erstmal dazwischen gegangen hier. Dem hierbei. Da ist der Ball weg. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Alles andere als ein guter Pass hier, wissen Sie selber. Komm, Ball rollt ins Aus, Einwurf. Ivan Dika. Der ist zu weit. Robert Andrich. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Oh, er trifft die Latte. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Pech in dieser Szene. Alu-Treffer. Da lag der Ausgleich in der Luft. Jetzt müssen sie weiter Druck machen. Einwurf. Dem hierbei. Ruhiger Spielaufbau. Wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Gefährlich! Sieht gefährlich aus. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Ja, klasse Pass. Jetzt können Sie den Ball rausbringen. Leverkusen mit dem Foul. Freistoß. Borre. Guter Pass. Das sah vielversprechend aus, aber nun Ballverlust. Volles Risiko. Schön abgeblockt. Da ist Platz für den Konter.
Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Aber dann sind sie doch zu ungenau bei diesem Steilpass. Ball ist weg. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Gute Chance für eine Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Mit der Frankfurter Führung steigen wir ein in die zweite Hälfte. Gutes Spiel bislang von der Eintracht. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Flanke kommt in die Mitte. Gut den Ball geholt, jetzt können sie angreifen. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Vielversprechender Steilpass. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Jetzt die Ecke. Muss Abschluss geben. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Guter Einsatz. Gute Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sehr gut aufgepasst. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner, hoher Ball. Tabuschi, man kann stundenlang über modernes Kurzpassspiel diskutieren, aber solche Tore gibt es halt auch noch. Ja, modern ist anders, da bin ich bei dir. Aber auch diese langen Bälle können so effektiv sein, wie wir es hier gerade gesehen haben. So kann es gehen. Schnell nach vorne gespielt, schnörkellos und dann ist der Treffer da. Hier nochmal die Wiederholung. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Gut durchgesetzt. Er wartet da jetzt, er wartet auf die Unterstützung der Kollegen. Geht dazwischen. Kostic. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja, ja, kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken.
Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klasse Pass. Fängt diesen Ball ab. Und die Balleroberung, wichtig. Ball im Aus, Klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Sie werden hier wechseln. Er geht schön dazwischen. Borre. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ah, kann er besser. Ball im Aus. Tabsoba. Amiri. Aranguiz. Patrick Schick. Paulinho. Demirbay. Wirtz. Stark verteidigt. Guter Zweikampf. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und klasse durchgesetzt. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Jetzt wechseln sie hier aus. Der Ball kommt rein. Ja, das war ein Foul hier von Tah. Schluss. Aus, das war's in dieser Partie und die Gastgeber gehen am Ende hier als Sieger vom Platz. Das war eine klasse Leistung heute, am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.